Leute, was geht ab? Wir sind hier zurück bei Stani Performance, meinem eigenen Auto aus dem GTA 5. Wir haben richtig viele Autos gerade vorrätig und ihr seht, was da vorne an Leute stehen. Leute, die wollen alle bei mir ein Auto kaufen und wir werden heute mehrere Multimillionen machen. Und hier ist auch schon unser erster Kunde bei Stani Performance. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Boah, Leute, guckt euch mal bitte sein Auto an, was er hat. Das ist zwar schon ein bisschen kaputt, vielleicht könnten wir es kostenlos reparieren, aber das ist ein Lamborghini Aventador Spider Edition hier, Leute. Das ist auf jeden Fall ein richtig krasses Auto und auch extrem teuer. Der Typ hat auf jeden Fall Kohle. Vielleicht ist es ja ein geheimer Millionär oder so. Wie kann ich Ihnen helfen, der Herr? Mein Name ist Jeff, Los Santos Film Studios. Ich brauche einen richtig guten Wagen für einen Superstar. Sie brauchen einen guten Wagen, da kommen Sie mal mit. Wir haben einige Autos gerade vorrätig. Leute, ein Superstar? Ist das irgendwie eine Studios? Sind Sie irgendwie ein Filmmanager oder was sind Sie? Das ist richtig, richtig. Ich betreue eine bestimmte Person und diese bestimmte Person braucht ein Auto für einen Film. Alter, Leute, als ob meine Autos von Stani Performance werden bald in einem Film sein. Wie krank ist das bitte? Wir haben hier echt viele Autos. Für was interessieren Sie sich denn? Also schnell, langsam, Drift-Autos haben wir mittlerweile jetzt auch. Das ist hier unser erstes Drift-Auto. Nissan 180 SX, sehr, sehr seltene Karre. Und hier im Oldschool-Miami-Vice-Look. Vielleicht wäre das was für Sie. Ich sage Ihnen ehrlich, das würde perfekt in einen Film reinpassen. Überlegt mal, Ihr Superstar driftet mit dem Auto in eine Tankstelle rein. Wie krass wäre das? Ja, aber ich glaube, keins der Autos spricht uns jetzt gerade an. Ich würde sie am besten eigentlich selber einmal hierher holen. Ja, also wir bieten auch VIP-Abholung an. Und oh. Die VIP-Abholung ist natürlich bei Superstars inklusive. Zeigen Sie mal das Auto, mit dem Sie die Dame abholen wollen. Boah, seht ihr, Leute, ich sag euch ehrlich, so eine Superstars, die wollen nicht mit einem normalen Auto abgeholt werden, die wollen mit einem VIP-Wagen abgeholt werden. Und zum Glück haben die uns in den letzten Folgen eine richtig krasse Ultralimousine besorgt, mit dem wir das auf jeden Fall lösen können. Gucken Sie mal an, das wäre hier unsere VIP-Abholung, Champagner, alles ist drinne, die feinsten Getränke und wir würden sie sicher abholen und ja, das wäre... Das hört sich nach einem guten Plan an, aber könnte man die Limousine auch umfärben? Also so Richtung Pink? Oh mein Gott, Leute. Also eigentlich würde ich jetzt nicht eigentlich das ganze Auto umfärben, aber der Typ macht mir auf jeden Fall einen sehr krassen Eindruck und ich will den Kunden auf jeden Fall nicht verlieren. Wir werden das Auto umfärben in rosa. Senden Sie mir einfach gleich den Standort einfach rum und dann komme ich zu Ihnen zum Anwesen und hole die Person ab. Das machen wir so. Vielen Dank, mein Lieber. Dann bis gleich. Tschüssi. Alter, Leute, was ist das denn? Sowas hatte ich auch noch nicht erlebt. Um was für ein Superstar denkt ihr, handelt es sich? Aber wieso will dieser Superstar eine rosa Limousine haben? Aber wir werden natürlich auch diesen Wunsch erfüllen. Guckt euch das an, Leute. Ich muss ja das Auto eh noch tunen. Ey, das sieht schon... Ey, das ist auch... Ich hoffe, wir kommen hier mit überhaupt um die Kurve rum. Oh mein... Ey, Leute, ich sag euch ehrlich... Diese Limousine ist wirklich zu krass. Ich bezweifle, dass wir damit überhaupt in die Werkstatt reinkommen. Okay, also die Tür geht auf und... Ach du grüne Neune, Leute, ich sehe nichts. Ich muss Ego-Perspektive gehen. Okay, hier lang. Ach du grüne Neune. Okay, wir sind auf jeden Fall in der Werkstatt drin. Ne? Und dann werden wir das Ding jetzt mal ein bisschen tunen. Weil das wollte ich ja eigentlich eh schon machen. Hier wollten wir jetzt eigentlich die Farbe ändern. Die Farbe ändern wollte ich eigentlich auf Gold machen. Aber ich werde es jetzt so pink machen, Leute. Hier oder so Pony Pink. Das sieht auch richtig geil aus. Dann braucht das Auto natürlich noch richtig fette Felgen, damit es krass aussieht. Weil aktuell guckt euch mal diese lame Felgen an, Freunde. Das ist doch gar nichts. Wir werden da jetzt ein paar richtige Granaten raufhauen. Ich guck mal hier, was da so gibt. Boah, guckt euch mal diese Felge an, Leute. Das sind auf jeden Fall Baba-Felgen. Oh ja, das wirkt direkt schon viel, viel krasser und professioneller. Ich nehme jetzt einfach mal diese Felgen hier, Leute. Warte mal, ich nehme jetzt einfach mal die hier. Die sehen ganz cool aus. Und gleichzeitig werden wir hiervon natürlich noch die Farbe ändern. Auch am besten in so rosa-pink-mäßig. Dann haben wir nämlich die ganze Limousine darauf abgestimmt, Leute, und unser VIP-Kunde wird absolut zufrieden sein mit uns. Dann müssen wir natürlich noch das Kennzeichen ändern. Und zwar das Kennzeichen würde ich ändern auf VIP-SP, Leute, nämlich Stani Performance oder VIP-Service Stani Performance. Wie krass ist das bitte, Leute? Welche Leute haben so ein Auto? Dann werde ich hier Xenon-Scheinwerfer reinbauen und diese Xenon-Scheinwerfer werde ich auf Pink ändern auch noch. Alter, wie krass ist das bitte? Wir haben hier wirklich alles angepasst. So, die Fenster könnten wir noch... Ja, die Fenster müssen auf jeden Fall getönt bleiben. Also, da können wir die Töne können wir nicht rausnehmen. Wir könnten noch Neonfarben runterbauen. Das würde auch vielleicht ganz cool aussehen. Ich weiß gar nicht, ob das Auto hier auf jeden Fall Neonfarben hat. Aber, Leute, ich würde sagen, die Limousine ist bereit.
um den VIP-Kunden abzuholen. Und boah, guckt euch mal bitte an. Ey, seid ehrlich, wer würde gerne mit so einer Limousine abgeholt werden? Auch jetzt mit den Felgen und so. Das sieht so nice aus. Gut, ich muss mal gucken, wann ich den Standort rübergesendet habe. Und dann werden wir direkt straight dahin fahren. So, Freunde, wir sind gleich da. Wir mussten einmal durch die komplette Stadt fahren. Und mit der großen Limousine ist das wirklich immer eine absolute Katastrophe, weil man das Ding so schwer lenken kann. Und Parkplätze hierfür findet man auch nicht sonderlich. Und hier soll es nämlich sein, Leute. Hier soll die Person wohnen. Aber ich... Bro, da ist sogar Security, Leute. Wie krank ist das bitte? Okay, das Haus sieht jetzt erstmal nicht so spektakulär aus, aber wenn das Haus abgesichert ist und selbst Security davor steht, scheint es aber definitiv eine wichtige Person zu sein. Wir müssen jetzt einmal hier umdrehen und dann werde ich direkt auf der richtigen Seite parken. Wir müssen mal hier... Sorry, Study Buddy, muss mal hier kurz umdrehen, Leute. Zack, zack, zack. Okay. So, perfekt, Alter. Mit dem Auftritt hier. Das ist, sagt euch ehrlich... Welches Autohaus bietet so eine krasse VIP-Abholung an wie wir? Niemand. Boah, das wird, ey. Oh, Leute, da sind sogar Mädels. Oh, was ist das denn? Hä? Alter, wow, 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 Leute. Ui, schöne Dame, hallo. Oh, wow, wow, Leute, das scheint hier wohl so, Dings zu sein. Also ich weiß nicht, was ich, um was für einen Film sich das hier handelt, aber das scheint auf jeden Fall ziemlich krass zu sein. Hallo? Kann ich Ihnen weiterhelfen? Stani Performance, mein Name. Ich bin hier, um den Superstar abzuholen. Ah, mit der Limousine, ja. Ja, genau. VIP-Abholung wurde einmal gebucht bei Stani Performance. Oh. Sehr gut, sehr gut. Was für... Machen Sie keine Faxen, ja? Nein. Um was für Filme handelt es sich denn hier, die hier gedreht werden? Und damit habe ich nichts zu tun. Ich bin einfach nur für das Leben der Frau zuständig. Okay. Wow. Oh, hä? Leute, das ist ja hier eine... Hä? Leute, nein! Ist das Barbie? Barbie? Leute, das... Ich glaube, warte mal. Hallo? Hallo? Stani? Hey, I'm a Barbie girl! It's fantastic! So of all the plastic! Come on, Barbie! Was macht er hier? Das ist die Limousine, das ist die Abholung. Ich bin die Abholung, sie hat ein neues Auto für ihren Film bestellt. Mädels, meine Barbies, Partyteil weiter. Herzlich willkommen, Barbie, bei der VIP-Abholung. Kommen Sie bitte einmal mit. Wir fahren jetzt direkt zum Autohaus und da werden Sie für Ihren neuen Film, ich habe gehört, Sie brauchen da ein Auto, und da werden Sie natürlich direkt bei uns perfekt professionell ausgerüstet. Gucken Sie sich mal hier Ihre Limousine an. Extra in rosa. Was sagen Sie dazu? Oh mein Gott, das wollte ich genauso. Steigen Sie bitte einmal hinten ein. Oh mein Gott, Junge. Ganz hinten. Ganz hinten einmal einsteigen, Barbie. Sehr gut. Sind Sie drinne? Oh, guck mal, Leute. Ja, hörst du mich? Hallo. Ja, ich höre Sie. Und jetzt... Ich bin... Und jetzt werden wir zu Stani Performance fahren und da können Sie sich einige Autos angucken. Kennen Sie mein Song? I'm a Barbie Girl. In a fantastic. Das ist echt. I'm a fantastic. Come on, Barbie. Ja, das ist echt ein cooler Song, den ich liebe. Das ist mein Lieblingssong, Barbie. Wir fahren jetzt zum Autohaus. Bis gleich. So, da sind wir auch schon, Barbie. Wir sind hier bei Stani Performance, dem besten Autohaus in der Stadt. Hier wirst du definitiv das passende Auto für dich finden. Machen Sie auch die Tür auf? Ja, natürlich. Barbie, steigen Sie bitte aus einmal. Ja, danke schön. Super. Ich freue mich wirklich, Sie als erste VIP-Kundin hier zu begrüßen bei uns. Sie können sich jetzt ein Auto nach Ihrer Wahl aussuchen und wir werden das Auto natürlich nach Ihren Vorstellungen tunen. Aha. Nee, will ich nicht. Hä? Nee. Haben Sie denn schon... Nee. Haben Sie vielleicht schon eine... Das war's? Leute, wie das war's? Bro, ich hab doch hier die krassesten Autos in... Warte mal, Leute, ich will mal kurz gucken, ob die... Ich glaube nämlich, die hat gar keine Ahnung von Autos, Leute. Ich glaube, die hat wirklich gar keine Ahnung. Hallo! Ja, gucken Sie mal. Wollen Sie eventuell das Auto hier für 1 Million Dollar haben? Nein. Leute, was? Warum nicht? Ich will ein Cabrio. Ein Cabrio?
Ein Cabrio. In welcher Farbe würden Sie gerne ein Cabrio haben wollen? Pink natürlich. Was ist das für eine Frage? Ich will einen pinken Cabrio und einen Can dazu. Ein Can? Ah ja, ja, ich kann ja Can sein. Dafür ist Ihr Outfit hässlich. Ziehen Sie sich was Hübsches an, besorgen Sie mir einen pinken Cabrio. Ja, aber oh Leute, ich sag euch ehrlich, das ist ja hier ein richtiger Sonderauftrag, den wir heute bekommen. Das muss auf jeden Fall gut bezahlt werden und weil können das Auto... Können Sie sich einen Anzug anziehen? Ja, ich könnte mir einen Anzug anziehen. Und noch anständige Schuhe? Ja, könnte ich machen. Barbie... Leute, da draußen sind Paparazzi, was ist das denn? Hey, der muss hier... Leute, ich muss Barbie schützen. Der Paparazzi dürfte auf jeden Fall nicht aufs Grundstück rauf. Kamera weg! Hallo! Hey, hey, hier ist Top Secret alles! Alter, Barbie, geh zurückstellen! Warte mal! Was denn? Paparazzi, komm zurück, komm zurück! So, jetzt machen Sie mit, okay? Okay. Moment. Mach die Fotos davon! Warum küssen wir uns? Das ist für die Zeitung. Ja, Stani Performance ist jetzt mit Barbie zusammen. Nein, nein, schreiben Sie hin. Wer ist der neue Ken von... Secure, weg mit dir. Junge. Alter, komm mit rein schnell, Barbie. Komm mit rein. Alles gut, keine Angst. So, kommen Sie schnell rein. Ich fahr Sie zurück. So, also das... Fahren Sie mich zum Shopping Mall. Ja, ja, okay. Barbie, der Auftrag wird sehr, sehr teuer werden, ne? Das sage ich jetzt schon. Also es könnte sein, das Cabrio, was ich ihm besorge, würde sich wahrscheinlich um 20 Millionen Dollar handeln. Ja, okay. Wie, okay? Ja. Ist der Preis für Sie in Ordnung? Kein Problem, kein Baby. Okay, Baby Girl. Ja. Fantastic. Oh, fantastic. Come on, buddy. Ja, okay, ich fahre sie jetzt zurück und dann kümmere ich mich um ihr Auto. Leute, wir haben einen richtig krassen Auftrag. Um 20 Millionen Dollar können wir reicher werden. Let's go. Ey, Leute, Barbie ist auf jeden Fall absolut strange, ich sag euch ehrlich. Aber wir kümmern uns natürlich um jeden Kundenwunsch und um 20 Millionen Dollar werde ich auch ein optimales Barbie-Auto besorgen. Das Problem ist nur, ich habe mal eine kleine Frage, Leute, wo sollen wir das Auto herbekommen? Ich muss das irgendwo herkriegen, ich weiß auch nicht wo. Weil guckt euch das mal bitte an, Leute. Wir haben zwar die krassesten Sportwagen, aber ich merke gerade, dass wir gar keine richtigen Autos für Frauen haben. Und die werden wir uns jetzt besorgen, nämlich ein schönes Cabrio, Leute. Ein Cabriolet, ole. Leute, ich wollte eigentlich erst das andere Auto nehmen, aber ich werde jetzt doch lieber den Abschlepper nehmen, dass wir das Auto natürlich uns direkt mitnehmen können und hier tunen können. Ich fahre jetzt einfach mal... Oh, Leute, guck mal hier. Oh, was? Bro, ich sag euch ehrlich, das ist jetzt natürlich noch nicht das perfekte Barbie-Auto, aber das ist auf jeden Fall ein Cabriolet, ole. Und dieses Auto könnte wirklich echt passen zu Barbie, wenn wir es noch ein bisschen tunen, Leute. Ich würde natürlich noch so ein bisschen Barbie-Tuning reinmachen, dass wir dann ein bisschen besseres Auto haben, aber das Ding... Boah, wir müssen mal gucken. Hä? Was macht der da? Oder was macht die da? Ist das eine Frau da drin, Leute? Ey, die fährt ja richtig verrückt. Ich werde mal, Leute, überlegt mal, die baut jetzt einen Unfall. Dann sind wir direkt als Ersthilfe... Oh mein Gott! Wow! Oh mein Gott, Leute, wir müssen direkt helfen. Hallo? Wow. Oh mein Gott, was ist passiert gerade? Wow. Ich verstehe nicht, ich habe nur kurz Geld gegraben. Plötzlich mein Auto machen, so mache ich einen Unfall. Ja, ich habe es auch gesehen. Zufällig bin ich Mechaniker. Das passt sich ja sehr gut. Geht das Auto noch? Oh nein, das war... Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, schnell. Feuerlöscher. Super, ganz toll. Haben Sie super gemacht. Holen Sie schnell Feuerlöscher. Ja, alles gut. Ich bin Mechaniker. Alles gut. Oh mein Gott. So, wir werden das Ding mal hier ablöschen. Eieieiei. Was haben Sie denn hier gemacht? Haben Sie überhaupt einen Führerschein, so wie Sie gefahren sind? Ja. Boah, das Feuer dämpft sich nicht ein. Das ist größeres Feuer. Machen Sie mal die Motorhaube auf. Junge. Sir, ich glaube, wir müssen... Oh mein Gott. Oh mein zur Gott. Seite. Hey. Ah. Oh. Ja. Kann man das so fahren? Ja, man kann damit doch fahren, oder? Ah, die Reifen ja. sind geplatzt. Wie wollen Sie denn damit fahren, Mann? Das ist kaputt, das Auto! Verdammt! Das ist Schrott! Ja, passen Sie auf, ich würde dir das kostenlos abschleppen.
Aber mein Auto. Ich hab ein Sicherung. Hey, Leute, ich werde jetzt verarschen, ich werde dir jetzt das Auto für $10,000 abschleppen, ja? Ich kann das gerne machen. Na, auf keinen Fall. Ja, okay, dann muss ich die Polizei anrufen. Jetzt kommt noch die Feuerwehr. Wissen Sie, was das kostet? Hä? Und das kostet Geld? Das kostet richtig viel Geld. Alleine, dass die Feuerwehr jetzt hier gerade kommt. Oh, verdammt. Löschen Sie nicht mein Auto. Löschen Sie das Auto bitte. Ja, jetzt haben Sie schon... Oh, Alter. Gehen Sie mal... Oh, verdammt, ich habe so viele Probleme. Das ist nicht mein Auto, das gehört ihm. Leute, mir ist das egal. Ich will jetzt das Auto mit. Eigentlich, oh Gott, die Feuerwehr löscht ja auch nochmal nach, Leute. Wow. Ey, was ist hier heute los, Leute? Hier ist ja komplett heute der Wurm drin. So, wir werden jetzt einmal hier... Wow, das Auto... Einmal hier. Nein, jetzt wollen sich die Feuerwehrleute auch noch mit mir prügeln. Ey, nein. Leute, ich muss das Auto schnell aufladen. Schnell. Oh, Leute, wir werden schnell das Auto abschleppen hier. Zack, das Auto hängt hinten dran und... Oh, nein. Was will denn jetzt die Polizei, Junge? Ich hab doch gar nichts gemacht, Leute. Aber ich bin Study Performance, Leute. Die wissen ganz genau, was passiert, wenn die sich gegen mich jetzt hier anlegen. Ey, was geht? Ja. Was hatten Sie gerade in der Hand? Das war eine Zuckerstange vom Jahrmarkt. Okay, was haben Sie hier? War ein Verkehrsunfall gerade gewesen und ich habe erste Hilfe geleistet und schleppe jetzt das Auto ab. Ich habe eine Autowerkstatt. Aha. Warum liegen da Feuerwehrmänner auf dem Boden? Weiß ich nicht. Wegen Kohlenstoffmonoxidvergiftung. Ja, mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Wie heißen Sie? Hase. Okay, fahren wir. Ich eskortiere Sie zu Ihrer Werkstatt, dann stelle ich Ihnen noch ein paar Fragen, ja? Ja, okay, gerne. Oh nein, Leute, jetzt will er mich zu meiner Werkstatt eskortieren, Junge. Ey, der weiß doch ganz genau, dass ich Stani Performance bin, sag ich. Ah, nee, der fährt mir hinterher, Leute. Der weiß doch gar nicht, dass ich Stani Performance bin. Aber ich bin mal gespannt. Wow. Ey, der macht hier keinen Platz. Ey, hier ist ein Einsatz. Mann, ey, was macht der da? Leute, was geht hier ab? Leute, der weiß doch gar nicht, dass ich Stani Performance bin, Junge. Wenn der herausfindet, wer ich bin, dann wird er nämlich gleich seine 7 Sachen packen und wird zurück zum Polizeirevier fahren, weil die richtig Angst vor mir haben, die Polizei. So, dann werden wir mal das Auto hier in die Werkstatt bringen. Guck mal, da ist der Polizist. Hä, der Polizist traut sich wirklich hier bei mir raufzufahren, Leute? Okay, so, das Auto mal schnell hinten direkt in die Werkstatt fahren, Leute. Zack. Ich weiß noch gar nicht, was hier... Was er mir jetzt noch für Fragen stellen will, ey. Was hat der denn jetzt... Wie hießen Sie nochmal, Sir? Mein Name ist Stani Performance. Das ist meine Werkstatt. Ist okay, alles klar. Ja, und nächstes Mal, ne, ein bisschen... Ey, du da, ey, lass das Auto hier stehen. Lass das Auto hier stehen, sag ich dir. Ich kann nicht, ich aussteigen! Okay. So, Dienstnummer. Nein, Sir, alles Dienstnummer! Gut. Guck mal, Leute. Guck mal. Ey, das ist zu krass. Ich sag euch ehrlich, das ist wirklich zu krass, dass die Polizei einfach Angst vor uns hat. Ich kann es immer noch nicht glauben. Das ist zu wild. So, jetzt haben wir erstmal das Auto von Barbie, Leute. Das müssen wir jetzt erstmal... Was ist das hier für einer, Leute? Ey! Raus hier! Warum bist du denn? Hä, wo kommt der denn her, Leute? Junge, so, ich nehme jetzt den Laden auseinander. Alter, ey! Alter, so. Alter. Ey, was soll das, junger Mann? Alter, was soll das, Junge? Wer bist du? Ich bin Jürgen. Jürgen, Alter, was willst du hier bei mir? Was ist dein Problem? Und was will der hier? Ist das nicht Uwe, Leute? Uwe, bist du das? Alter. Leute, der hat mir die Bude... Was machst du denn, der hat mir die Bude voll... Ich komm nicht durch. Ich hab kurzes Tod gedacht, es wäre toll. Ey, was will die Penner-Gang hier? Was will die Obdachlosen-Gang? Raus, sag ich euch! Raus! Ich bin fertig. So, kurze Ansage. Wenn ihr hier noch einmal auftauchen solltet bei mir, bei Stani Performance, dann knallt's gewaltig, Junge. Okay? Habt ihr mich verstanden? Was knallt? Ey, ich sag euch, ihr kriegt einen auf den Deckel. Ich hab gerne einen Auto. So, mitkommen, hier, raus mit euch. Leute, was wollen die jetzt von mir, Junge? Nicht, dass das hier jetzt Stressmacher sind oder so. Wer hat euch überhaupt gesagt, dass ihr herkommen sollt? Uwe meinte das. Uwe meinte sie. Uwe kennt mich, Alter. Sieh zu, dass jemand hat Geld bezahlt. Jemand hat Geld bezahlt? Er hat gesagt, die sollen hier einen Haufen legen und Alter, Leute. Klauen. Warte mal. Ey!
Lass den Reifen da! Los, ey, wartet! Ich gebe euch zwei Kisten Bier, wenn ihr sagt, von wem das kommt. Zwei Kisten. Wir kriegen nur 5. Ich kriege 10 Kisten Bier, wenn ihr mir sagt, von wem das kommt. Ja, ich habe hier seine Nummer. Kannst du ihn später anrufen? Okay, dank dir. Werde ich mal später anrufen. Ich muss den Reifen trotzdem mitbringen. Ja, nimm den Reifen mit. Alles gut. Oh, Leute, irgendjemand. Ja, das ist mir schon klar, Leute. Irgendjemand hat hier gerade. Ja, weil das, Leute, die machen nichts umsonst. Warum sollten die jetzt auf einmal hier bei Standi Performance hinkommen? Müssen wir auf jeden Fall beobachten. Wir haben eine Nummer bekommen. Werden wir mal später anrufen, mal gucken, wer dahinter steckt. Aber erstmal müssen wir uns jetzt um unsere VIP-Kundin uns kümmern. Hey, Leute, das stinkt hier richtig nach Scheiße jetzt in meiner ganzen Werkstatt, weil der da übelst den Haufen reingesetzt hat. Ich werde jetzt mal schnell eine Putzfirma anrufen, die das hier wegmacht. Ich hoffe, das wird nicht so teuer. Hallo? Ja, guten Tag, Putzschirm, Putzmanni. Ja, pass mal auf, bei mir haben sie die Werkstatt vollgeschissen. Könnt ihr mal rumkommen, Stadi Performance? Hinten? Ja, wir kommen. Was macht denn das? Wir gucken es uns an, nicht viel. Gut, okay, danke, bis gleich, tschüss. Okay, Leute, ich komme jetzt vorbei. Einmal Putzfirma hier, sollen das Ding fertig machen. So lange kümmere ich mich erstmal hier um den Wagen und werde den erstmal wieder auf Vordermann bringen, Leute. Er ist ja zum Glück nicht ganz so krass ausgebrannt. Oh, die Putzfirma ist sogar schon da. Ey, boy, aua. Sonst falle ich hier gleich noch in die Scheiße rein. Ja, wo ist das? Ja, guck mal, hier waren ein paar Obdachlose gewesen. Die haben das vollgedings hier. Ach, du heiliger Bimbam. Was macht denn das? Ja, ein Taui. Ja, okay, easy, hier, nimm direkt mit. Alles klar, ja, mach das weg, ne? Dank dir. Okay, Leute, erstmal das Auto hier repariert und dann mal gucken, was wir daraus machen. So, Leute, Auto ist jetzt erstmal repariert, aber ich sag euch ehrlich, ich sag euch ehrlich, der Wagen ist schon nicht schlecht, ne? Der ist schon echt ganz gut. Wir können ihn natürlich auch noch ein bisschen tunen hier mit einer Tuning-Frontstange, mit einer Tuning-Heckstoßstange und einer Wheelie-Bar. Aber eine Wheelie-Bar braucht Barbie nicht, Leute. Dann können wir hier noch einen anderen Chrom-Auspuff ranbauen, ein bisschen was Größeres, dass es auch ein bisschen brutaler aussieht. Wir können den Kühlergrill cooler machen. Die Motorhaube können wir ein bisschen hier, Leute, guck mal hier, das passt perfekt hier für Barbie, Leute. Wir können hier wirklich viel ändern an dem Auto, aber ich sag euch ehrlich, so overall, wenn wir uns das mal angucken, ne, wir fahren mal einmal raus. Ich sag mal so, der Wagen ist schon sehr lässig, ne, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Vielleicht können wir noch so ein bisschen die Felgen ändern und die Innenraumfarbe. Guck mal, wenn wir Innenraum jetzt so schön weiß machen, Bro. Oder wir machen Innenraum auch pink. Das würde wahrscheinlich auch ganz gut aussehen. Boah, ich muss mal gucken, wie der Innenraum in pink aussieht. Das muss ja... Junge, Bro, hä? Leute, wie krass sieht das bitte aus? Ich sag euch ehrlich, der Wagen hat's schon. Ich sag euch, aber wir müssen den nochmal einmal upgraden. Weil, ey, wir verlangen 20 Millionen. Und das Auto hier, was wir gerade getuned haben, das ist keine 250.000 wert. Und überlegt mal, das spricht sich in Hollywood rum, dass Stani Performance Schmalspurautos verkauft. Das können wir natürlich nicht akzeptieren. Deswegen werde ich jetzt das Auto in ein Barbie-Auto nochmal komplett umtunen. Boom, Leute! Hä? Was sagt ihr hierzu? Barbie-Kennzeichen. Richtig, Leute, Barbie-Kennzeichen, das Auto, Leute, das ist doch perfekt für eine Dame, oder was meint ihr? Das ist doch einfach das schönste Auto. Und jetzt werden natürlich hier noch, Leute, guck mal hier, werden natürlich noch die Felgen ein bisschen angepasst, Leute. Auch nochmal schön hier in Hot Pink, Freunde, so muss es sein. Dann ansonsten Neonlicht darunter bauen, auch ganz wichtig, auch nochmal in Hot Pony Pink oder in Hot Pink sieht besser aus. Ey, das Auto sieht so krank aus. Leute, was ist das bitte für ein geiles Auto? Wir können auch die Scheiben tönen, aber nee, würde ich jetzt bei dem Auto nicht machen. Ich glaube, das passt nicht so. Extras haben wir nicht. Und ich würde noch was Spezielles einbauen. Und natürlich die Xenon-Werfer, Leute. Das kriegen bei uns nur VIP-Kunden. Und zwar die Xenon-Scheinwerfer auch in rosa, Leute. Weil guckt euch mal das jetzt an hier. Wow. Wow, Leute. Die, guckt euch das an, Leute. Alter, wie krank sieht das bitte aus? Was macht überhaupt der Typ da? Ey! Bist du fertig, ja, oder was? Ich bin fertig, ich mache ein paar Fotos. Guck mal, wie sauber. Alter, das ist echt sauber. Hier kann man ja wieder essen von. Ja. Sehr gute Arbeit, dank dir, ne? Ja. Ey, Leute, guckt euch mal bitte dieses Barbie-Auto an. Seid ehrlich, das ist ja unnormal geil. Das sieht so nice aus. Ich würde das sogar selber fahren. Also, ey, warte, hier beiseite. Warte, ich fahre beiseite. Leute, in einer anderen Farbe würde ich das Auto auch safe fahren. Das ist doch wirklich das perfekte Auto. Aber wir müssen natürlich, wenn wir Barbie jetzt das Auto übergeben, Leute, noch schnell zum Kleidungsladen hinfahren, weil sie wollte ja unbedingt, dass wir uns einen Anzug anziehen und dass wir uns halt, ja, ein bisschen schöner anziehen, Leute. Und dann wird jetzt quasi Ken Barbie das Auto übergeben. Ich bin wirklich gespannt, wie sie reagieren wird. Die wird wahrscheinlich komplett durchdrehen. Auch natürlich die Performance-Freunde von diesem Auto.
Guckt euch das an. Bro, die Performance ist babamäßig. Ist jetzt natürlich kein Stani-Performance-OP-Rennwagen, aber auch der Wagen hier, Leute. Also, der kann definitiv, falls Barbie mal irgendwie eine Verfolgungsjagd hat, kann die da definitiv mithalten. Guckt euch das mal an hier. Der Wagen ballert auch 300 ohne Probleme. Holy moly. Das ist so ein richtiger Wolfs im Schafspelz, muss ich sagen. So, hier zum Kleidungsladen, Leute. Der ist ja direkt hier um die Ecke und da werden wir uns eh mal ein schönes Outfit holen. Ich finde, wenn wir so teure Autos verkaufen... Ey, was macht der denn da? Ey, was fährst du so dicht auf, Alter? Was soll denn das? Ist das dein Ernst mit dem Wagen? Wieso, Junge? Was hast du? Bro, du das hast ist auch ein Frauenauto. Ja, das ist ein Frauenauto, aber du hast ein A45, Bro. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das krasseste Auto. Hast du Lust auf ein Rennen? $10,000. Ey, Leute, der will doch nicht wirklich ein Rennen um $10,000 mit seinem A45. Ja, pass mal auf, mal die Karte auf. Mal die Karte auf. Ich mach die Karte auf. Guck mal, rechts oben, da siehst du so ein blaues Haus auf der Karte. Das ist 2,9 Kilometer, lass uns da ein Rennen hinfahren. Okay. Aber geradeaus, wir fahren geradeaus, hast mich verstanden. Okay. 3, 2, 1, go! Wow, oh, nicht schlecht, Junge. Wow, dein A45 geht ja richtig ab. So, zack, Leute. Guck mal hier, guck mal, der kann gar kein Auto fahren, Leute. Der kann gar kein Auto fahren. Ich hab da das Barbie-Auto hier, das hat gute Performance, Leute. Wo ist denn der Typ, hä? Ey, Leute, der Typ hat ja gar keine Chance gegen mich. Wo ist... Oh, doch, doch, der kommt hinter mir. Oh mein Gott, der kommt hinter mir, Leute. Wir müssen uns jetzt ein bisschen hier konzentrieren wieder. Weil ich bin natürlich, ist zwar nur $10,000, ist jetzt so, wow, 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 ist zwar nichts für uns, Leute, jetzt wird es hier ein bisschen schwieriger. Das ist jetzt hier nicht unbedingt die Passage, wo wir einfach so fahren können, aber der Typ, Leute, ist immer noch direkt hinter uns und wir sind gleich beim Ziel. Sehr gut, hier rum, um die Kurve, locker rum, Leute. Perfekt, guck mal hier, guck mal, wie der ausbricht. Leute, das unterscheidet nämlich ein guter Fahrer. Man muss mit Gefühl um die Kurven fahren. Und selbst Stani Performance mit diesem Baby-Barbie-Auto ziehen wir den locker ab. Junge, Junge, ey, das wäre mir so peinlich, Alter. Der Typ kauft sich ein AMG und wird von einem Barbie-Auto abgezogen. Ey, was soll das? So. Zack, Kollege. Hä? Na? Was ist das für ein Wagen? Den hast du doch da irgendwas dran machen lassen. Junge, das ist Shiny Performance Tuning. Zack, Auto fertig. Also dann steig mal aus, ich geb dir das Geld. Gib mir das Geld, Junge. Na klar. Nichts bekommst du, Junge. Ist das peinlich, Leute. Ey, ist das peinlich, Bro. Leute, der Typ hat... Ey, ich sag dazu gar nichts mehr. Leute, ich fahre da auch gar nicht hinterher. Was interessieren mich die $10,000? Ich krieg 20 Millionen jetzt. Soll der Typ doch mit seinen 10.000 abholen und sich freuen. Ich sag euch, wenn ich den nochmal sehen werde, den kann man gar nicht mehr ernst nehmen, den Typen. So, Leute, was sagt ihr? Sehen wir jetzt aus wie Ken? Guckt euch mal an, wie schön wir aussehen. Ich finde, ich habe mich richtig schick gemacht. Also, ich weiß, viele sagen auch, wir könnten uns vielleicht mal so einen Anzug oder so holen. Aber ich weiß auch nicht, Leute. So sollen wir mal wirklich so richtig auf Ernst, so mit Anzug und so? Das könnte aber vielleicht fürs Autohaus auch positiv sein. Könnt ihr mal eure Meinung dazu in die Kommentare reinschreiben. Aber jetzt werden wir erstmal das Auto hier abliefern und mal gucken, was Barbie zu diesem Auto sagt, Leute. Ich werde jetzt eine richtig coole Präsentation machen und werde sie damit richtig überraschen. So, Leute, hier ist... Oh, Leute, Barbie ist die ganze Zeit nur am Feiern. So, ich werde jetzt mal hier... Oh, Leute, ich werde dir das Auto da einfach in die Garage stellen. So, und dann werde ich sie damit überraschen, Leute. Wenn die Garage aufgeht, wird sie dann ihr Auto sehen. Boah, das wird so krass aussehen. Guck mal, ich mache auch die Türen auf. Ich glaube, mit Türen auf wirkt das auch noch ein bisschen... Warte mal, Lichter und Türen auf muss sein. Guckt euch mal bitte das an. Ich sage euch ehrlich, das Auto ist eigentlich mit schon das Coolste, was wir so getuned haben. Yo, wo ist Barbie? Sir, kann ich ihm weiterhelfen? Ich muss mit Barbie reden. Ah, sie haben das Auto besorgt. Ich habe das Auto besorgt. Ich krieg noch meine 20 Millionen, aber das mache ich wahrscheinlich mit ihr, ne? Das machst du mit ihr, ja. Okay, sehr gut. Wo ist sie gerade? Hinten. Okay, oh. Was macht sie da? Warum rennt die da rum oder wo ist, wer ist das? Barbie? Ja, die ist ein bisschen verrückt. Hä, warum rennt die da jemand hinterher? Wohin läuft ihr? Hinter euch? Hä? Ach, da bist du. Ich dachte, da oben bist du. Barbie, was geht? Oh, na, hättest du wenigstens ein Hemd angezogen. Ja, ja, ich habe mir ein bisschen was Schöneres angezogen, Barbie. Ja, ich habe jetzt ein eigenes Auto für dich. Ja, zeig mal her. Guck dir das Auto an. Hä? Wo rennst du hin? Das ist in der Garage. In der Garage. Oh mein Gott. Was? Steckecken. Ja, okay. Ich hab das Geld auf dein Konto überwiesen. Hä? Ich spiel jetzt mit. Ja, okay. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Was sollen wir denn jetzt spielen? Eine Fahrt mit Barbie und Ken. In den Sonnenuntergang. In den Sonnenuntergang. Leute,
Wenn ihr die Story von mir und Barbie weiter verfolgen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Es wird eine Love-Story. Tschö mit Ö.